Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Stellar Blade. Okay, angekommen. Angekommen. Erstmal hier den Bitcoin reinschmeißen. Okay, viel geht hier aber nicht ab, ne? Hier steppt ja der Bär. Hilfe. Aber ich hab's in der letzten Folge schon gesagt. Diese ganzen Wüstengeschichten und diese Future-Städte kann ich nicht mehr ertragen. Das ist irgendwie so copy-pasted und übersättigt ist es einfach bei mir. Hab ich zu oft schon gesehen. Es ist soweit. Ach, der Typ. Hab man ja schon von Fotos gesehen und so. Kann ich jetzt mit allen reden? Das wäre sehr cool. Komplett, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, ne? Es ist komplett synchronisiert. Ich weiß nicht, wie viele Sprachen, aber du kannst hier mit jedem quatschen. Ich bin im Moment, ist die Lage in Sack. Und jeder hat was zu sagen, komplett übersetzt. Hier wäre zum Beispiel eine Minimap auch mega cool. Also ich glaube, eine Minimap, so auf Final Fantasy 7 angelegt, würde im Spiel wirklich gut tun. Rotes Ungeheuer. Behemoth. Was ist das? Es scheint nicht 1 von 49. Sein, ach du Kacke. Ich muss 49 Drinks irgendwie finden, oder wie? Und die ganzen Plakate hier. Alter. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, in der Stadt kannst du ja erstmal ein paar Stunden verbringen, bis du hier alles gesehen hast. Picke, packe voll das Ding hier. Und ich sage es euch: eine Karte wirklich gut. Hier weißt du dich ja nach 1000 Jahren nicht zurecht. Noch eine. Bayern, Weißbier, Dunkel. Bayern, Lulli. Und Dionysos, das ist auf jeden Fall griechisch. Cool, haben die jetzt 49 Getränke hier aus verschiedenen Ländern? Oder wie? Nochmal eine Mission, denke ich mal. Requestlist. Es sollte helfen, den Suche meinen Bruder für Mr. Ehemann. Einfaches Rätsel, finde die Katze, Dornröschen. Missionen! Oh mein Gott. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass es jetzt nochmal Missionen gibt. Du bist nun eng mit Rock selber, Freund. Sie ist bereit. Designmuster Planetarisch Diving Suit 2? Für Vita-Coins kann ich das kaufen. Oh, den brauchen wir. Ja, tut mir leid, den brauchen wir. Bitcoins. Die Suits gucken wir uns sofort an, Leute. Keine Sorge. Stufe hoch, Stufe hoch. Neue Klamotten. 8, 10, 8. Oh, das brauchen wir, oder? 8 und 10. Ich glaube, wir können alle 3 kaufen. Die ist richtig am Malochen. Jetzt kann ich bestimmt auch die Drohne leveln und die Box aufmachen in den einen Gebiet. Da muss ich sofort hin, sonst vergesse ich das. Das wird jetzt meine Knarre. Kann ich beides gleichzeitig benutzen, glaube ich, oder? Kann das sein? Halte L2 gedrückt. Und mit R2 kann ich schießen. Wie cool. Alter. Nicht so einfach mit dem rechten Stick. Nope. Nope. Nope, nope. Nope, nope. Nope, nope. Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. Jetzt wisst ihr, wieso ich kein Valorant spiele, ne? Ah, bei ihr kann ich's machen und ich suche da schon. Leute, ganz kurz Augen auf. Baum, Pfingstrose. 25, 50, 75. Kybernetic Tracht. Ich kann leider nicht nach links und rechts schwenken, aber man sieht so ein bisschen im Hintergrund. 25, 40. Das Problem ist, wir können nur einen bauen wegen den scheiß extrem Polymer-Dingern. Das Schicksal hat entschieden, Leute. Ausrüsten, na klar. Ich werde so doll erstmal Nebenmissionen machen. So, das ist das Outfit, Leute. Sind wir zufrieden damit? Ist okay, sag ich mal. Jetzt bin ich aber natürlich, wäre ich theoretisch so gespannt, wie die anderen Outfits aussehen, aber das kann ich mir leider nicht leisten. Ich sage euch, das Ödland auf den ersten Blick sieht so aus wie das von Final Fantasy 7. Aber der wabernde Effekt ist irgendwie cool. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass seit Unreal Engine 5 vor ein paar Jahren diese Soft-Demo da gezeigt hat, mit in der Wüste, dass jeder sofort in seinem Spiel eine Wüste reingepackt hat. Das sieht auch voll nach Final Fantasy aus. Ist ja okay so, hat man sich dran bedient, aber... Oder Zelda, der haben es ja noch früher gemacht. Oder Assassin's Creed, die haben es noch früher gemacht. Aber wisst ihr, was ich meine? Karte. Oh, Leute, das ist genau das, was ich wollte. Es gibt jetzt eine Karte von der ganzen Map immer. Sehr schön.
genau so. Schade ist, dass ich nicht hin und her switchen kann zwischen den Ländereien. Aber das ist sehr cool. Xion, und wo geht's hier hin? Altes Reservoir. Und auch wenn man denkt, das ist open-worldig hier, es ist eigentlich nicht open-worldig, muss man ehrlich sagen. Weil, sage ich euch gleich, wenn ich hier gekämpft habe. Auf jeden Fall sind die Gegner hier ein bisschen stärker jetzt. Weil, im Prinzip sind es theoretisch nur eine Aneinanderreihung von Schläuchen. Das ist kein Open World. Es ist so echt eine krasse Mischung aus beidem. Finde ich persönlich nicht schlimm. Es ist aber schon geiler, wenn du so eine offene Welt hast, wo du einfach jederzeit überall hin kannst. Und hier ist es wirklich schon eher, dass du eine ganz klare Vorgabe hast, wo du hin kannst und wann du wohin kannst. Aber finde ich auch cool. Man muss ja nicht immer Open World haben, ne? Das ist schon okay so. Zwei Gegner auf einmal, ist glaube ich das erste Mal. Ey, die Musik, das, ich kann mir das richtig, vor allen Dingen auch der Portal würde ich mir das auch richtig gut vorstellen. Richtig schön cozy auf der Couch, mit einer heißen Schokolade. Ne, aber wisst ihr, was ich meine? So richtig cozy, so ein richtiges Wintergame eigentlich. Fällt mir richtig gut, wirklich. Was hatte ich bisher zu meckern? Das mit der Karte, wenn man das Meckern nennen kann. Und ich meckere echt gerne. Das heißt, hat schon was zu bedeuten. Ich werde noch nicht so warm mit dem Kampfsystem, aber das ist an sich richtig gut und vollkommen okay. Also ganz anders als zum Beispiel bei Dragon's Dogma, wo mich das Kampfsystem mega abfuckt, ist das hier im Gegensatz richtig gut. Schön auch unter der Decke, ja. Also, ich habe, wie lange habe ich jetzt gespielt? 5,5 Stunden. Davon war eine Stunde Demo. Übel gut. Übel gut. Wirklich. Waffenvariety vielleicht ein bisschen. Das ist ein bisschen dünn. Die Trophäen sind seit ungefähr 4 Uhr morgens schon da. Oh, sehr cool. Danke. Alle Dosen. Oh, nee, ey. Alle Nanosuits. Alle. Okay, 200 Datenbanksätze. Vielleicht sind das nicht alle. 20 Fische, 200 Kisten. Puh. Alle Lager aktiviert. 10 Exospines bis zum Max verbessert. Und hier ist neues Spiel, das neu. So, das habe ich noch nie gesehen. Neues Spiel Plus abgeschlossen. Hatte ich gestern gesagt, es gibt kein NG Plus. Alle Fähigkeiten neues Spiel Plus erlernt. Okay, die Platin klingt machbar, aber auch herausfordernd. Finde ich gut. Also der Titel ist das Game 80 Euro wert. Ja, safe. Aber ich bin ganz ehrlich, meine 80 Euro, also meine Vorstellung von das Game ist 80 Euro wert und die von manchen Menschen und Zuschauern ist immer sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also Leute finden Skull & Bones doof und wünschen, die hätten keine 80 Euro ausgegeben, obwohl die 300 Stunden mit dem Spiel verbracht haben. Also das muss mir dann auch mal einer erklären. Also entweder sind das die übelsten Geizhalse, beziehungsweise achten ganz doll aufs Geld. Oder weiß ich nicht. Die haben die übelste Doppelmoral überhaupt. Aber schön für 30 Euro ins Kino gehen, eine Stunde. Oder einen Abend auf der Kirmes verbringen. Das geht klar. Aber nee, 80 Euro für ein richtig gutes Spiel, womit ich 50 Stunden Spaß habe, das geht gar nicht. Also ist eine Frechheit. Wieso hat das Spiel nicht 1000 Stunden Spielspaß? Unendlich. Ich zahle hier 80 Euro. Für die ich hart mal locht habe. Ich habe damals hart mal locht. Da habe ich in einem Getränkemarkt für 6 Euro die Stunde gearbeitet. Ich hätte die 80 Euro bezahlt für das Game. Wenn ich gestern in Xion angekommen wäre und da das Spiel vorbei gewesen wäre, selbst dann hätte ich gesagt, das war die 80 Euro wert. Ich wollte schon wissen, ob man das nach 6 Stunden, 6 bis 10 Stunden wirklich beanpackt. Ich habe gestern 5 Stunden gespielt und ich bin Feuer und Flamme. Frag mich heute Abend nochmal, aber
Das ist eine gute Frage. Ob das Game langweilig wird? Nee, wird's gar nicht. Also, gar nicht. Ich habe nicht einmal irgendwie das Gefühl gehabt, oh, ich mache jetzt mal aus und mache was anderes. Es ist überhaupt gar nicht... Es ist überhaupt gar nicht eintönig oder so. Oh. Also, nee. Das ist... Atmosphäre, Aussicht und Musik ist halt auch so. Komme ich da rüber? Gibt's da schon? Habe ich da schon eine Fähigkeit? Habe ich, ja. Aber da wäre mir ein Tipp sehr lieb gewesen, da ich das auch machen kann. Aber gut. Learning by doing, sage ich immer. Aber hier gibt's wieder viel zu sehen und zu tun. Das Level-Design, da habe ich auch noch gar nicht drüber gesprochen, ist nicht das Beste, was ich bisher gesehen habe, aber ein sehr, sehr gutes, muss man schon sagen. Sehr krass ausstaffiert auch. Das ist mir immer auch wichtig. Aber zusätzlich auch viele... Also... Es macht Spaß zu erkunden. Sehr voll die Welt und... Gute Platzierung der Gegner. Nicht unfair, also... Gefällt mir echt gut. Ist Unreal Engine 4 krass. Müsst ihr euch mal überlegen, Unreal Engine 4, die schon, ich weiß nicht wie alt, aber über 10 Jahre auf jeden Fall alt ist, kriegt noch so ein geiles Game hin. In 4K, 60 FPS. Ich weiß nicht, ob es Raytracing hat, aber krass. Let's go. Es gibt echt eine Trophäe, wo man alle von diesen Drinks finden muss. Ich hoffe, die Drinks sind nur im Ödland. Gehe ich mal stark von aus. Und nicht noch überall sonst in der Welt verstreut, weil dann wird's heftig. Nanosuits. Wir können einen neuen machen. Seid ihr down dafür? Ich bin nämlich jetzt mal dafür. Jetzt ausrüsten. So sieht er aus. Okay. Oh, da kriegt man Belohnungen. What? Sammle Belohnungen ein. Was gibt's hier alles? Sammle 14. Smart Minen. Tränke. Impulsgranaten. W-Pumpen. Schallgranaten. Nanosuit erhalten. Oh, ganz am Ende gibt's da noch einen Nanosuit. Oh Gott, ey. Guck mal, da kann man sich das hier nochmal angucken, wie sehr cool. Guck mal, hier ist ein deutsches. Malz mit Schokolade, Kakao und tropischen Früchten. Willkommen in der intensiven und doch sanften Welt von Weißbier dunkel. Nanosuit. Ja, guck mal, wir können alle bauen. Das ist ja easy dann. Man kann die Sachen einfach kaufen. Und ich hatte übel Angst, dass man die alle suchen muss. Okay, dann gucken wir mal, was ziehen wir denn an, Leute? Ihr wollt das doch auch sehen, ich weiß es doch. Was haben wir denn? Also der ist neu. Der sieht sehr cool aus, finde ich. Langweilig? Können wir die irgendwie markieren oder so oder wegschmeißen? Nee. Das ist der Catwoman. Den finde ich persönlich nicht so spannend. Das finde ich cool. Also das ist echt... Das ist nämlich am menschlichsten. Du hast da nichts Mechanisches oder so. Ich glaube, den nehme ich auch. Jetzt kommt so ein Bossfight, Leute. Seid ihr gespannt? Ich weiß noch nicht, was kommt, aber... Ja, oh, überhaupt hier im Native? Das wäre crazy. Ich habe nur eine Heilung, Digga. Nicht der schon wieder, hä? Ist das der, den ich schon... Das ist der, den ich schon gekillt habe. Kann das sein? Oder bin ich... Ich habe keine Heilung. Das wird so ekelhaft. Auf allerletzte Rille, Alter. Auf letzter Rille habe ich den besiegt. Guckt euch mal Leben an. Was macht das denn? Anscheinend hat es die Sentinels überrascht. Ich hasse schlechte Nachrichten. Aber er muss. Das ist ein Spiel, da habe ich echt Bock auf die Platin, weil ich glaube, die ist auch nicht so schwer. Ist viel Sammelkram und so. Aber die ist jetzt nicht ganz einfach grundsätzlich schwer oder nicht machbar oder sowas. Wenn hier kein Boss ist. Oh, wer bist du denn? Bist du? Hab ich gerade gefragt. Ich verstehe immer noch nicht, ob das wirklich Menschen sind oder Cyborgs. Aber wenn Cyborgs sind, wieso haben die dann alle Brüste? Moment! Nun, wenn das alles ist. Na, wenn das alles ist. Ups, falsche Richtung. Ich will aber gar nicht gegen die kämpfen. Aber die hat eine coole Waffe, meinte, die kriege ich. Ah!
Bin schon so busted, ah. Ausgewichen! Nicht schlecht. Zweite Phase? Weil das war ja ein Witz. Sehr gut. Hallöchen. Digga, du siehst gar nicht gesund aus. Bah. Und das mit Schusswaffen jetzt? Heart of the Infection. Kriegt man ja immer wieder neue Munition? Was sagt ihr? Ich habe nämlich keine mehr. Wie mache ich das? Wie kriege ich immer neue Munition? Was sagt ihr? Bestimmt von den Viechern, ne? Ich will nicht darauf. Kann er auch woanders hinschießen? Ich will vielleicht doch darauf. Datenbank-Update. Malstrom? Malstrom ist cool. 1450. Level up. Oh, 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 oh. Sieh mal. Ein Hyper. Sieh mal, ein Hyperantrieb. Genau das, wofür wir hier sind. Ist ja zufälligerweise. Ist ja nicht so, als wüssten wir, dass der hier ist. Aber ich glaube, mehr ist hier nicht, ne? So Leute, ich würde sagen, das war eine XXL-Folge. Alle Missionen, ich glaube, ich werde nicht so viel reinschneiden, aber das komplette Ödland erforscht und den Nativer besiegt, beziehungsweise Hyperzelle. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß. Lasst gerne ein Follow da und bis zum nächsten Mal. Haut rein.